So, ich habe hier schon mal mein Gemüse, schon eine Weile im Rohr. Und tu jetzt nur noch die Tomaten drauf, weil die brauchen nicht so lang. Alter, Vorsicht, nicht. Das ist heiß. Warten Sie mal, soll ich hier, damit. Mit dem, ja. Das ist lieb, das ist lieb. Danke, sonst rutscht mir das sieht wieder rein. Sieht schön aus. Sieht schön aus, ne? Ja. Und riecht gut. So, noch eine. Ja. Hier, so. Gut. Und das hat, wir haben hier die Uhr gestellt. Ja. Und dies braucht jetzt noch mal 15 Minuten und dann sind die Tomaten auch da. Und jetzt können Sie anfangen. Jupp. Also. Das Wasser kocht schon. Ja. Bisschen Salz, fantastisch. Ja, ist gut. Sehr gut. So. Jetzt brauchen wir ja keinen Deckel, ne? Jetzt tun wir den, glaube ich. Also wie viel? So jeder eine Handvoll? Ein bisschen ruhig, ein bisschen. Zwei. Ja, aber machen wir voll, ne? Ja, so. Wunderbar. Nudeln sind immer gut. Ja, gut, doch, ich glaube, das reicht. Das reicht, ne? Oh, ja. Gut für uns. Wie lange brauchen die? Naja, 15 Minuten, ne? Ja, da Pinde muss man sind schon, ich mache es noch mal ein bisschen höher jetzt und dann machen wir es wieder runter. So. 15 Minuten, ja, oder? Das ist vielleicht zu viel. Ist das zu viel? Dann machen wir mal 10 bis 15. Probieren, ich mach mal. So, jetzt, wie ist das hier mit dem Gas? 12 Minuten mache ich mal. Ich habe nämlich zu Hause kein Gas. Ich habe also. Hier. Sie wollen hier, ja? Jupp. Okay. So, das ist eine kleine Flamme, aber ist okay, oder? So, machen wir hin. Jetzt kommt da meine Linsen. Ach, das sind die Linsen. Ja. Also, ich kannte ja früher nur diese großen, derben Grünen, die musste man über Nacht immer einlegen. Ja, ja, nein. Aber jetzt das hier geht schön schnell. Ganz schönen, die so schnell. Wunderbar. Die brauchen, glaube ich, 15 Minuten oder ja, sowas auch. Ja, nur 10 bis 15 Minuten. Also praktisch in der Zeit, in der die Penne da vor sich hin pennen, können die Linsen vor sich hin linseln. Ja, genau. Sehr toll. So ein bisschen bedecken und dann das kocht dann ja so ein und dann muss man sehen. Meinen Sie, das reicht für uns? Ja. So, soll man noch mehr, oder? Naja, also vielleicht noch eine Hand. Ja, gut, okay. Großzügig sind wir heute. So, wunderbar. Das reicht. Noch ein bisschen Wasser. Das reicht, ja. Dann mache ich auch da hinten, schon das köchelt schön, das mache ich so ein ganz kleines bisschen kleiner. Und was ich vielleicht tue, wenn ich das darf, einmal so ein bisschen, einfach so hier und vielleicht dort auch. Sie meinen hier auch? Ja. Ja? Das kann nie schaden. Weil die kleben gerne so ein bisschen an. Ja, ja, wunderbar. Ich dachte, die soll man immer in Ruhe lassen. Aber die kleben wirklich. Nee, wirklich. An. Das stimmt. Ab und zu mal so durchgehen, freuen die sich, ja. Okay, gut. Ja. So, hier kommt noch mal ein bisschen Salz, aber ich mache das so. Sehr schön. Also ich pflege ja. Ich glaube, da können wir den Deckel drauf tun, das geht es schneller. Genau. Den lassen wir so. Ich pflege ja bei mir immer einen Küchenwein, so beim Essen zu trinken. Und ich habe mich natürlich erkundigt. Und da hat man mir gesagt, Frau, ich würde eigentlich lieber ein Glas Champagner trinken. Ja. Ja, bitte, habe ich. Ja, echt? Ja. Ich dachte, es gibt keinen hier. Ach, ab und zu. Also das finde ich jetzt richtig gut. Aber ab und zu, wenn es jemand so sehr mag. Ich hoffe, Sie mögen auch Rosé-Champagner. Ja. Den mag ich nämlich besonders. Und den kenne ich nicht. Oh, das ist was Feines. Gut. Das ist was Feines. Ich finde so ab und zu mal, so oft sehen wir uns ja nicht, ne? Dann feiern wir das. Ja, klar. So. Also, ich muss auch sagen, wenn man sowas jeden Tag machen würde, würde das ja auch den ganzen Reiz verlieren. Also, heute trinken wir mal ein Glas. Okay. So schön. So. Statt Küchenwein ein kleiner Champagner. Santé. Ja, ist gut. 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 Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich statt Küchenwein ein Glas Champagner trinke. Aber ich finde es auch schön. Wunderbar. So, dann mache ich mal hier ein bisschen mit meiner Sache. Also. Hier da zum Beispiel. Im Rezept ist es so, dass man das auch durchpassieren könnte, durch ein Gemüsesieb, damit das sämig wird. Aber, nicht sein. Aber ich finde, wenn das so ein bisschen knackig ist, schmeckt besser. Toll, gut. Ich mache für Sie ein Gemüse aus dem Ofen, haben wir ja schon gesehen eben. Da habe ich also schon, da mache ich jetzt noch mal. Kennen Sie Süßkartoffeln? Nein, kenne ich nicht. Esse ich jetzt zum ersten Mal. Sweet Potatoes. Sehr, sehr, sehr populär in Amerika.
Thanksgiving zum Truthahn immer Sweet Potatoes, süße Kartoffeln. Vor Jahren gab es das in Deutschland gar nicht, aber jetzt kriegt man das überall. So. Brauchen die länger oder wie? Nee, eigentlich genau so. Die sehen aus fast wie eine dicke Karotte, oder? Ja, aber na, ich brauche ein bisschen was Größeres. So. So, und dann teile ich noch mal. Gut. Ich muss ja aufpassen hier, 14 Minuten so ungefähr die Linsen. Nicht, dass haben die wir verkochen, hier eine, ne? Haben wir hier. Also ich habe 13 Minuten gestellt. Ah, gut. Nach 13 Minuten dann ist wird's gut klingeln. Okay. So, schneide ich die noch. So. Und dann tue ich noch ein bisschen Zucchini. Also was schon drin ist, ist Kartoffel, rote Zwiebel und Teltower Rübchen. Mhm, die sind auch sehr schön. Gut. Und jetzt kommt das dazu. So. Und jetzt noch so eine halbe Zucchini, weil die sehen auch so schön aus. Hier so, ne? So mache ich die noch so ein bisschen. So, und das kommt jetzt alles in eine Pfanne. Mhm. Das ist für die Farben, für die Augen. Ja, das sieht schön aus. Das ist schön, ein bisschen grün, ne? Mhm. So, mehr brauchen wir nicht. Gut. Jetzt habe ich hier so eine Pfanne mit schon ein bisschen Öl drin. Mhm. Tue ich noch mal ein bisschen Olivenöl. So, und jetzt tue ich das. Halt, das gehört aber nicht dazu, das ist das Ende. Das hatte ich. Jetzt mischen wir das so ein bisschen. So. Das ist eigentlich ein total. Warte. War da schon wieder was? Ja, das nehmen wir weg. So. Unaufmerksam. So, das ist das. Gut. Und jetzt mache ich ein bisschen Gewürze drauf. Darf ich das mal so herstellen? Ja. Da habe ich das Rosmarin, den tue ich nämlich auch gerne ein bisschen schneiden. Ja, man könnte zum Beispiel, also in die Linsen kommt ja auch Rosmarin. Ah ja, und zwar tue ich jetzt ein bisschen Öl drauf, damit es nicht so rumspringt. Ja, gut. Und da sowieso Öl drauf muss. So. So. Das ist gut. Ja, weil sonst beißt man immer auf diese Eben. Großen Dinge. Man müsste nämlich, hier könnte man auch Rosmarinzweige reintun, aber das, man beißt dann immer auf die Dinger. Also jetzt habe ich hier Oregano und dann habe ich noch ein bisschen Thymian. Ja, gut. So. Und dann tue ich jetzt Knoblauchzehen, aber mit der Schale. Und die werden nachher auch schön weich und die kann man dann so ausdrücken, die kann man so rausquetschen aus der Schale. Das schmeckt ganz toll. Und jetzt tue ich nur aus, ich habe ja schon alles drin und so, aber ich so ein bisschen zur Dekoration. Ne? Das sieht doch schön aus, ein Zweig hier. Ist gut. Und mögen Sie Kapern? Ja, sehr. Sehr schön. Die habe ich klein Sehr. Ja, wunderbar. Dann darf ich die esse ich sogar so roh. Oh, schmecken na, gut. Wunderbar. Dann darf ich alle große. Rein. Dann darf ich ja, alle können Sie alle reintun. Schmeckt gut. So, na wunderbar. Ach ja, und jetzt noch mal ein bisschen Öl drüber. So. So. Na wunderbar. Wenn ich dann meins, was ich schon drin habe, rausnehme, dann tue ich das dafür rein. Wie viele Minuten werden jetzt vielleicht schon da Das kann ich Ihnen sagen. Sein? Ich hatte 12 gestellt und jetzt bin ich bei 5, also 7 Minuten sind die jetzt drin. Ja, das halt, ich habe noch was bei mir vergessen, Salz und Pfeffer natürlich. Jetzt habe ich vergessen, habe ich eigentlich in den Linsen Salz drin? Nein, nee, nein, noch nicht. Nein. In echt? Nein, wirklich nicht. Gut. Du noch ein bisschen Pfeffer aus der Mühle drauf, wenn Sie Pfeffer brauchen. Ja, das kommt erst zum Schluss. Ja. Rosmarin und Pfeffer. Ich wasche mir eben mal die Hände. Ich erst zum Schluss rein. So, aber das ist schon genug. Dann müssen wir ja aufpassen. So. Dann kann ich das hier schon so ein bisschen wegräumen. Ich bin ja nicht so der große Aufräumer, aber so ein bisschen. Ja, bei Ihnen muss wahrscheinlich, was Sie kochen, schnell gehen. Ja.
Weil wenn nach Proben zum Beispiel oder nach Proben oder Vorstellungen oder Drehtagen, wenn ich da noch riesig kochen müsste, also ein riesen kompliziertes, langes Rezept, da esse ich so viel nebenher, da brauche ich gar nicht mehr das, was ich kochen will, essen. Sind denn die Kantinen noch offen nach der Vorstellung, wenn man denn lange... Ich muss Ihnen sagen, ich vermute mal, ich gehe nicht gerne. Ich gehe nicht gerne in Kantinen. Also. Nö, also ich gehe lieber in ein Restaurant. Ja, wenn man in einer großen Stadt ist, gibt's ja noch was. Aber oft gibt es ja dann auch kein Lokal, kein Restaurant, aber das offen ist noch. Ja, aber irgendwas gibt es immer. Gibt es immer. Ja. Also selbst versorgen nach der Vorstellung? Das habe ich nur, glaube ich, einmal. Ich habe in Zürich gespielt, die Zofen, und da war die Kantine nach der Vorstellung zu. Ja. Und das waren Nicole Hesters, Elisabeth Trissener und ich, haben wir uns also immer so Sachen besorgt. Und vor der Kantine, die Kantine selbst war geschlossen, vor der Kantine haben wir dann immer so Tisch, Stuhl und sowas, haben alles mitgebracht. Und selbst was gemacht? Ja, und haben da selber was gemacht. Toll. Gegessen, getrunken. Und das war oft ziemlich lange. Man kam ziemlich spät nach Hause. Ah. Ja, da ich aber fast en suite dort gespielt habe und man morgens nichts hatte. Keine Probe oder so? Konnte man lange schlafen und abends wieder Vorstellungen haben. Jetzt mache ich noch eine Vinaigrette. So, ich glaube, wie viele Minuten ist denn das jetzt schon? Da muss man hier aufpassen. Also jetzt sind es 11 Minuten. Ja, na da könnte ich, also da muss ich jetzt mal, hier was probieren. Ja, da muss ich jetzt mal was probieren. Ja, na, da muss noch. Muss noch ein bisschen. Mhm, ja. Und ich mache nebenbei hier eine Vinaigrette, Olivenöl, Rotweinessig und Senf, Salz und Pfeffer. Gut. Ganz einfach. Ganz einfach. Und Sie leben in München, ne? Ich lebe in München, ja. Genau. Mittendrin. Jemand hat mir gesagt, hätte Sie auf dem Fahrrad gesehen. Ja, klar. Nur im Winter, dann ist es so kalt, ne? Das ist nicht klar. Aber sonst? Ja, gerne. Ist doch gut. Mhm. Und München ist ja so eine schöne Stadt. Ist schön. Da lohnt es sich ja, ein bisschen durch die Stadt zu fahren. Ich würde in jeder Stadt vielleicht Fahrrad fahren. Ja, aber München finde ich eine besonders schöne Stadt. Ja, ist auch schön. Und man kann so toll einkaufen am Viktualienmarkt. Ja. Ich neide meine Freunde immer. Ja, das stimmt. Jetzt geht's los. Also. So, jetzt kann ich meine Sache rausholen. Jetzt muss ich aber auch mal noch mal was probieren hier. Also, wo sind denn hier Gabeln? Ah, das ist ja so eine kleine Gabel. Ah, hier ist eine große. Dann tue ich das andere rein. Ups. Mann, jetzt geht aber alles rasch. Sind jetzt wirklich, eine Viertelstunde ist jetzt um? Nee, das ist noch nicht gut. Da muss ich jetzt doch nicht probieren. Die Pasta, oder? Na, glaube ich nicht. Na doch. Ja? Das ist al dente. Na ja. Ein bisschen noch. Das ist gut hier. Wo ist denn mein... Ach ja. Gut. Und das muss ich jetzt auch noch mal probieren. Die Vinaigrette ist gut. Mhm. Also ich finde das gut. Ja? Ja, ein bisschen al dente kann das auch sein, ja, oder? Muss. Finde ich auch. Ich glaube, ich muss jetzt auch jetzt, die Uhr stellen. Wie macht man das hier klein? Ach, das ist schon klein, fast klein. 15 Minuten. Öl. Nee, das mache ich mal zum Schluss. Also, wo ist das Rosmarin? Hier. So, jetzt kommt da Rosmarin. Rosmarin. Ah ja, auch klein geschnitten schon. Ja, das ist besser. Also man kann da Rosmarinzweige reintun, ja, aber dann auch. Hat man immer die Spalten. Ja, nee, da aber so. Das ist wunderbar. Und diese Verbindung zwischen Rosmarin, Linsen und nachher die Ziegenkäseflocken, die Verbindung schmeckt besonders gut. Das glaube ich. So, und jetzt brauche ich Pfeffer. Das ist hier. Wenn der so geschnitten ist, dann riecht der so toll. Lecker. So, und jetzt brauche ich Öl. Jetzt machen wir Öl ist hier. Jawohl. Gutes Olivenöl. Also eigentlich, finde ich, kommt alles Rosmarin rein, weil das schmeckt besonders gut.
Sind wir nicht so? Nein, heute sind wir großzügig. Okay. Brauchen Sie fürs Öl einen Löffel oder tun Sie das so noch? Ja, das mache ich so. Das schauen wir mal. So. Ja, toll. Müssen Sie gut, gut. Ja, sieht doch schon toll aus. Machen wir noch ein bisschen mehr. Wunderbar. Müssen Sie aufpassen beim Essen? Ja. 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 Nicht, ne? Ja. Ja. Als Schauspielerin muss man ja immer und sehen, dass man. Ich esse gerne und ich rede auch gerne über Essen. Ah ja. Ja. Aber ich darf nicht alles essen. Und das heißt, ich muss Fahrrad fahren. Ja, und ich muss walken und sowas alles Nordic machen. Nordic Walk jetzt? Nein, nicht. Das mache ich nicht. Nicht das mit ist ja Stöcken. Das Neueste. Nein, nicht mit Stöcken. Ich glaube, das ist sogar anstrengend da. Aber das andere auch. Ja, ja. So, jetzt. Ich glaube, die Pasta wird soweit sein. Jetzt ist Soll aus. Ich die ich mal hier? So. Vorsicht, heiß. Ach, das geht noch. Geht? Ja. Aber die Linsen, die könnte man ausdrehen. Die könnten ja. Sie ausdrehen, genau. Die mache ich aus. Wunderbar. So. Trinken Sie denn zu der Pasta auch einen Schluck roten oder gar nicht? Lieber mit bleiben Ihnen Sie. Ja. Mit mir einen Schluck? Ja. Gut. Gut. So, wenn ich schon mal hier koche, ja. Dann ja, trinken Sie ja, auch Pasta. Rotwein. Und auch vor allem zum Lamm. Ich mache ja kleine Lammkoteletts nachher. Eigentlich, da passt das schon. So, jetzt haben wir jetzt ein bisschen angewärmt. Ist doch gut. Ja, das ist perfekt. Jetzt kommt es nämlich wieder da rein, ne? Ja. Die genau. Pasta. Und das wird ja dann vermengt alles. Ja. Sehr genau. Gut. Ist das jetzt schon ganz abgelaufen? Ja. Denn manchmal mag ich nicht, wenn da so Wasser nachsuppt. Nee. Ich überlege nur, ob man alle. Ich würde vielleicht nicht ganz alle reintun, oder? Glauben Sie? Nicht alles? Soll ich mal gucken? So, glaube ich. So, ja. Ist okay? Gut. Auch im Verhältnis zu den, Jupp, okay. Zu den Linsen, ne? Jupp. So. So, das sieht ja sehr gut aus. Ach, ja, jetzt schau ganz mal. Toll sieht das aus. So. Ich bring schon mal die berühmten Pastateller. So. Na? Das machen wir jetzt hier hin einfach. Anna, soll ich das mal hier rauf? Ja. Vielleicht tun wir es vielleicht besser. So. Sehr schön. Toll. Ah, da muss ich noch einen Löffel haben. Nehme ich. Ne, das ist nicht gut. Das sowas, hier, ja, oder? Ja. Ist gut. Sehr schön. Oh, toll. Und jetzt kommt der Ziegenkäse darüber. Ah, Ziegenkäseflocken. Toll. So. Also ich finde ja, man hätte ruhig, naja, hätte ich mehr Linsen nehmen müssen. Ne? Wenn man ja, aber so, mehr, das ist doch für geht uns. Auch. Für uns zwei langt das. Das so. Dicke. Wo ist denn da die Gabel? Ah, nee, hier. Nee, ich mach schon mal meine Pfanne ein bisschen heiß für mein Lamm. So. Also, so ein bisschen das ist Ziegenkäse drauf. Ah, das ist so ein Ziegenweichkäse, ne? Ja, Ziegenkäseflocken. Ja, schön. Und das auch zusammen. Ziegenkäse, Rosmarin, Linsen und das alles zusammen. Das ist das. Das ergibt das schmeckt einfach gut. Ja. Schön, schön, schön. Sehr gut. Und jetzt hat man mir gestern erzählt, dass das ein Silvestergericht, also wegen der Linsen, glaube ich, in Italien sein soll. Die Linsen bringen das Glück. Linsen bringen Glück, genau. Na, soll ich noch mehr? Ruhig noch ein bisschen, großzügig. Klar. Wir hatten doch beschlossen, dass wir heute großzügig sind. Okay. Ne? Ja. Jetzt trinken wir ein ganz kleines Schlückchen. Ich habe einen schönen Bordeaux. Château Liversan, Haute Médoc. 2000. Also, wer da noch Käse will, der kann sich da noch was zutun. Mhm. Ach ja, das sieht doch schon sehr schön aus. Soll ich mal so ein. Das ist ein sehr simples, bäuerliches Gericht. Ja, aber schmeckt ja, gut. Ja, ja. Sehr soll ich gut. mal so. Ja, klar. So. So. Mhm. Merci.
behalte gleich die Gabel. Ja. Gut. So. Nun? Ganz kleine Schlöckchen jo. Dazu. Ja. Schön, danke schon mal. Oh, das schmeckt gut. Das ist doch schön. Ja, lecker. Ja. Und der wird jetzt toll dazu passen. Echt, schmeckt gut. Ja. Riecht auch gut. Und jetzt essen wir hier so? Ja. Gut. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich jetzt auch. Mmh. Na gut. Mmh. Mmh. Mhm. Mmh, danke. Mmh, das ist sehr gut. Mmh. Ganz schön, sehr lecker. Mhm. Ich werde jetzt mal. Mmh. Mmh. Wunderbar. Ne? Mhm. Gut. Ich habe Lammkotelett mhm. eingelegt in Öl mhm. mit ein bisschen Knoblauch. Oh, diese Dinger, diese Tüten. Ja, ich mach das mal. Bitte. Gucken. War wirklich komisch. Ne? Ja, nun schneiden wir das einfach auf. Wahrscheinlich. Na klar. Das hat sich irgendwie festgegeben. Ja. Wir schneiden das jetzt auf. Müssen wir. So. Boah, das riecht nach Knoblauch. Naja, aber es kommt. Und jetzt brauche ich hier gar kein Öl, weil das schon in Öl liegt. Ah ja, klar. Ne? Das reicht. Mhm. Gut. Lamm ist gut. Ja. Na. Wie mögen Sie es durch? Mhm. So ein ganz kleines bisschen rosa innen. Ganz durch. Ganz durch. Gut, gut, gut. Kein Problem. Was ist jetzt hier mit? Das habe ich schon raus. Und das andere, na, das Moritz, und das werden wir gut. zum Lamm gleich essen. Mhm. Ich muss noch mal ein Stückchen von dem probieren. Hm. Hätten die Penne noch länger gemacht? Nein. Nee, nicht? Sind gut. Nein. Gut. Perfekt. Hm. Wunderbar. So. Hier habe ich so ein paar Stunden habe ich die so eingelegt. Brauchen jetzt nur ein paar Minuten. 2 Minuten pro Seite, 2, 3. Das geht gut. Ganz schnell. Weil sie auch nicht so dick sind. Manchmal lasse ich die doppelt schneiden. Gut. Aber dann braucht es länger. Ja. Sehr gut. Sehr lecker. Als schnelles Gericht. Super. Ganz ein bisschen schön. Öl könnt ihr da noch zu, finde ich. Kann man ja. Wer will? Sogar auf dem Teller noch. Mhm. Das kann man nehmen. Doch, ein bisschen Öl könnte man dazu tun. Also mir würde das besser schmecken. Ja. Ein bisschen. Kann man. Ja. Ich finde, da muss noch Öl zu. Ja. Ja. Ein bisschen trocken. So. Jetzt habe ich hier. Da sehe ich das noch heiß. Ja. Ich muss mal das hier ein bisschen wegtun. Mhm. Mein Gemüse. Kann ich was helfen? Nö. Da kommt jetzt diese Vinaigrette, die ich gemacht habe, drüber. Schön. Einfach nur Essig, Öl und Senf. So. Und das tue ich jetzt schon mal, ist ein bisschen heiß noch, auf 2 Teller. Ich tue das mal da hinten. So. Ach, vielleicht können Sie ja, ein bisschen machen. Einfach schon jedem von uns klar. ein bisschen was drauf tun. Mach ich. Da kann man so ein, wo vielleicht auch sowas nehmen hier.
Ne? Sehr gut. Ach, und ich kümmere mich hier um meine gerne. Lammkoteletts. So, ich glaube, das müsste. Jetzt gucke ich ein bisschen Salz und Pfeffer. So, ein bisschen Pfeffer. Na? Ja, gut. Drehen wir die nochmal. Geht aber wirklich schnell. Ja, weil sie so dünn sind. Hm. Jetzt habe ich es auch klein gestellt, denn sonst wären die zu schwarz. An der Seite ein bisschen. So. So, ich denke. Ja, ich gebe ihm mal so ein dünnes. So. Danke. Erstmal eins und dann ja. Sehen wir weiter. Ja. So, oh, gut. Jetzt probieren wir mal. Guten Appetit. Guten Appetit. Ja, ist schön durch. Extra für Sie. Gut. Das Gemüse ist gut. Sehr gut. Wunderbar. Ne? Ist gut. Und kann man einfach so lauwarm. Wie ein, fast wie ein Salat. Ja, wie ein Antipasti kann man auch machen. Ne? Schön, ne? Mit den Gewürzen und so. Toll. Ist gut. Und das Fleisch ist ganz wunderbar. Lecker, ganz weich. Ja. Wunderbar. So. Toll. Super. Da passt der natürlich jetzt ganz besonders.